Guten Morgen. Ich Guten hätte es nicht Morgen. besser sagen können. Ja, herzlich willkommen auf dem Community Server. Hallo Community Server. Ganz schön knapp. Wir nehmen mich heute auf und heute soll die Folge auch rauskommen, aber egal. Wir sind heute mal im Creative unterwegs, weil es so viel wird, dass wir einfach fliegen müssen, um alles zu zeigen. Wo bin ich, FCK? Da fehlt das W. Ne, FCKW und so. Ja, ja, klar. Ne, er wollte FCKW wahrscheinlich schreiben. Bestimmt, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja. Guck mal, ein Esel. Guck mal, er hat Angst vor Steinen. Ups. So. Okay, was wollen wir uns als erstes anschauen, lieber Barrett? Ja, es gibt auf jeden Fall, ziemlich wir haben... Viel zu zeigen. Wir sehen da hinten schon ein Baumhaus. Wo bist du denn jetzt? Ach, da bist du. Neben dir, die ganze Zeit. Ach so, neben mir. Komm, wir fliegen. Komm, wir fliegen. Von hier oben, das haben wir alle schon mal gesehen. Wo fliegst du? Ach, da. hier ist eine Mühle gebaut worden. Ja. Von, weiß ich nicht mehr. Haben wir aber, glaube ich, in der Dings letzten schon gehabt, oder nicht? Nee, das war die angefangene Mühle. Nee, warte mal, doch, die Mühle hatten wir. Und die Mühle hinten bei der Taverne, die da waren noch nicht ganz fertig. Die können wir ja, gleich genau, zeigen. Genau. Aber wir haben das hier auch noch nicht gezeigt. Ja, das ist halt so eine automatisiertes automatisierte auf, Feldanlage. Leute, wollt ihr aufnehmen oder nicht? Schreibt nein. Wir nehmen nicht auf. Wir sind dabei. Hier ist kleine Holzresidenz von Zimpferfel LP, der ja schon lange nicht mehr auf dem Server war. Warum, weiß ich nicht mehr. Ja doch, der ist derzeit arbeiten. Arbeiten? Hat er mir erzählt, alles gut. Alles gut, okay. Okay, hier hat er eine kleine Anlage gebaut zur Entfeldung. Ja. Ja. Ja, ist ganz gut. Kann man hier unten halt so... Ich leg mal den Schalter um. Leg den Schalter um. Halt ein bisschen Wasser. Ja. Richtig geil. Kennt man aber. Kennt man. Ist nichts Neues. Ja, schöne Sache. Sehr gut gemacht. Weiter geht's. Weiter geht's. So, was ist dieses Riesengebäude hier? Da dürfen wir noch nicht reingucken. Wurde mir extra gesagt. Das ist noch nicht fertig. Wurde dir gesagt, dass man in der Community-Folge dann nicht reingucken darf? Ja. Nicht mal reingucken? Nee. Betreten der Baustelle verboten. Ihr verderbt euch nur selber den Spaß. Oh, was ist denn das da? Ui. So, schauen wir einfach in der nächsten Folge mal rein. Gucken wir mal in den nächsten 5 Folgen nochmal rein. Genau. Wo bist du? Da bist du. Immer so, noch hinter guck dir. Mal hier. Hier haben wir, wir kennen ja das Haus von unserem Alchemisten und Historiker, ne? Waren wir schon mal drin? Genau. So, und hier oben, auf seinen Dschungelbäumen, hat er sich eine Baumhaus gebaut. Warum ja auch immer? Ich denke mal, das ist aber noch ich komme nicht rein! Ich will hier rein! Ohne Spaß. Warte, warte. Alter. Na komm. Ja, geht doch. Meine Fresse. Alter Finne, ey. Hallo. Hallo. Warum stehst du da in der Luft? Wow! So, ja, hier, das Haus kennen wir hier mitten auf dem See. Ja, kennen wir das Haus? Ja. Das Haus am See? Ich glaube ja. Ist auch schwierig, dann immer noch zu checken, was man schon gezeigt hat, was nicht. Ja, stimmt. Wir hätten uns nochmal die letzte Community-Folge angucken müssen. Ja. Was auf jeden Fall neu ist, ist dieses kleine Häuschen hier. Ja, und die zwei dahinter links auch. Das ist dieses halt so das neue Vermietungsgeschäft von der Katjanka. Genau. Katjanka baut Häuser und vermietet sie dann, wobei ich dieses Orange ganz schön grell finde. Also ich würde es nicht kaufen. Oder vermieten. Mieten. Oder mieten. Ich glaube, das ist das Haus vom SpongeBob. Das Haus die Ananas, oder? Weiß nicht, glaube ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist ganz schön eckig für eine Ananas. Wo sind die anderen? Ach hier, genau. Hier ist noch das andere Haus. Die anderen zwei Häuser. Ja, genau. Die sind auch zu vermieten, soweit ich weiß. Zu vermieten Katjanka? Ja, das sind hier die Großgrundbesitzer. Ach, die Katjanka ist eine Großgrundbesitzerin. Ja, 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 wir müssen aufpassen. Ich habe auch schon gesagt, hier auf dem Server herrscht ja zum Glück noch Monarchie. Stimmt. Kam dann die Antwort, ja, wie bei Warcraft. Du bist der König, dich habe ich aber nicht gewählt. Oder wieder, wie war der Spruch und wieso, ne? Ja, genau, genau. Ja. Naja. Ja, Warcraft. Könnte ich auch mal wieder spielen. Ja. Hier ist Katjankas eigenes Haus, die gute. Ja. Aber da waren wir auch schon dran. Die haben aber noch ein weiteres Haus. Haben wir den Stall schon gezeigt? Ja, ne? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Gut. So, und jetzt fliegen wir mal Richtung Schneegebiet, würde ich sagen. Ja? Dann musst du hier dem Typen aber erzählen, dass so, wir richtig zum Schneegebiet wir sind unterwegs. Er möchte das nämlich zeigen, weil das sein Werk ist. Der sein liebe Werk?
Dark Dragon King. Was ist das denn für ein Haus? Haben wir das schon gezeigt? Ja, das... Nee, das ist auch noch... Das weiß ich auch nicht, wem das gehört. Aber die Mauer sieht man jetzt schon mal. Das, also das ist ja, episch, also es ist auf jeden Fall mehr geworden. So, klopf, klopf. Das ist kein Schild. Ich weiß nicht, wem das gehört. Auf jeden Fall sind hier ganz komische viele Sachen drin. Oh, zwei Schneebälle. Ja. Tja, keine Ahnung, wem das gehört. Hallo? Nichts da. Hm. Vielleicht gehört es auch dem Dark Dragon King oder so. Ich weiß es nicht. Oder... Den Bernd. Dieses Haus hier müssen wir dann bald mal abreißen, würde ich sagen, weil das hier, das ist ja irgendwie hässlich und überflüssig und ja. Nix. Also liebe Jungs vom Community Server, wem auch immer das gehört, entweder fertig bauen und hübscher bauen oder mal was draus machen oder einfach abreißen, bitte. Oder wir machen das. Ja, oder wir machen es, ja. Ja. Hier ist nochmal, ja genau, aber ich war hier schon mal drin. So, guck mal, der Dark Dragon King wartet auf uns, dass er uns seinen Tempel zeigen kann. Wo denn? Ja. Da. Okay, hier, hübsch die Brücke. Ja. Treppe hoch. Warte. Was steht hier? Wir treten auf eigene Gefahr. Dark Dragon King, Wikingerdorf, meine Stadt, meine Regeln. Was für Regeln. Sehr gut, gefällt mir schon mal sehr gut. Hi. Ach, da ist er. Warte. Hi, na. Noch einmal rum. Ja, macht er schon. Okay. Renne, Haus, renne, Haus. Er rennt ja an die Alpen vorbei. Ja, warum eigentlich? Weiß ich nicht. Warum guckt er so auf den Boden? Ist da was? Soll ich da mal reingraben? Das Dorf mit Häusern und Ställen. Okay, lass uns mal hier reinschauen. Was sind denn Strelle? Strelle sind Ställe. So. Aha, hier ist nix. Aha, hier auch nicht. Ich möchte hier rein. Oh, ist das schön. Ja, ich finde es wirklich ganz geil, dass das halt so in die nach unten gebaut wurde, das Haus. Ja, aber so haben die ja früher gebaut. Ja, deswegen, es ist wirklich cool. Wobei es eigentlich Schwachsinn ist, weil Kälte ja nach unten geht. Also so mehr die nach unten bauen, umso kälter wird es ja in den Häusern. Und als Wikinger in Schneedörfern, in Schneehäusern ist es ja, in Schneegebieten ist es ja nicht so cool eigentlich. Tja. Ne? Oh, hier geht's noch nach oben. Oh, das ist ja auch eine schöne Schlafgoje hier. Oh, Mist. Oh, hier sind aber auch ordentlich Tiere unterwegs, ey. Ja? Meine Tiere. Die bräuchten wir mal auf dem Let's Play Server hier. Ja, die ganzen Kühe, das stimmt wohl. Ja. Hier auch sehr interessant gebaut, habe ich letztens schon gesehen. Ach so, ja, lustig. Ja, hey, ne? Strohballen und so. Mhm. Hier noch ein schöner Brunnen. Was haben wir hier denn für ein Häuschen? So ein kleines Häuschen. Lass mal gucken. Hier so eine kleine Küchenecke. Küchenecke. Mach hier Eier. Oben. Hier oben ein Bett. Hey, das Haus ist aber viel größer. Oder? Nee, doch nicht. Nee, kam mir nur so vor. Brunnen. Das hier ist ein Brunnen. Mach Eier. Was soll ihm das denn sagen? Gar nicht. Er macht Spaß. Du kannst keine Eier machen? Gar nicht. Rambo, der beste Koch der Welt. Unbedingt mal YouTube. Total geil. So, er ist hier irgendwie im Lager. Wo? Wer? Achso, da. Mach ja, Eier. Ach, hier, und, guck mal, hier geht's runter anscheinend. Lager. Noch mehr Lager. Ja, ist aber nicht so interessant. Nee, doch, da geht's noch weiter. Lager. Hey, guck mal, Laudi99 findet das auch witzig. Ja, guck mal, hier unten ist ein unterirdisches Feld. Oh, ich hab ein Feld kaputt gemacht. Schade. Wo denn? Jetzt habe ich eine Kartoffel. Egal. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das hier habe ich auch... Das ist auch sehr interessant. Hätte ich, weiß nicht. Ich hätte das vielleicht gar nicht so... Ich hätte das gar nicht gemacht. Nee, ich glaube ich auch nicht. Aber ich finde es trotzdem cool. Ja, es sieht auf jeden Fall geil aus. Aber ich weiß nicht, ich finde das doof. Das unterirdisch zu machen. Eisen und Bodenschätze. Oh, meins, alles meins, alles meins. So, alles dann kommt mal wieder raus. Wir müssen noch mehr angucken. Ja, okay. Ich habe ihm jetzt sogar eine Glasplatte geschenkt, glaube ich. Ich hoffe, er weiß sie. Ich brauche noch 3 Redstone-Erz. Ja, das wirst du finden. Ja, kriegst du bestimmt hin. So, hier oben haben wir jetzt... Hier geht's jetzt zum Tempel, glaube ich. Treppe. Man muss halt noch mal von oben drauf gucken, weil es sieht halt episch aus mit dieser Mauer, finde ich. Ja, gucken wir noch mal von oben. Hier ist zum Beispiel ist noch ein Turm, ne? Hier ist ein Turm mit einem Signalfeuer.
Ja, wobei die Signalfeuer hier auf der ganzen, im ganzen Schneebiom irgendwie verteilt sind, was halt auch ziemlich episch ist. Ja, das stimmt. Also es ist schon wirklich viel hier und hier ist auch ein richtig schöner Wald noch mittendrin. Ja, kann man auf jeden Fall noch mehr draus machen. So, dann auch. Was ist das denn hier? Das sind ja Schneemänner und ein Eisengolem. Naja, die verteidigen das alles. So, kommt zum Tempel. Erwarten. Schneemänner verteidigen? Ja, die werfen Schneebälle. Ohne Spaß? Ohne Spaß. Warte, komm zum Tempel. Warte, warte, das kenne ich gar nicht. Das will ich jetzt demonstrieren. Oh. Moment, Spawn Zombie. Hier, guck mal her. Guck mal hier, Zombie. Mach was. Zack. Oh, geil. Mach ihn kaputt. Ey. Sind die behindert? Tatsache. Oh. So. Oh. Heimat von Thor Odinson und Odin. Thor Odinsons Tempel von Dark Dragon King. Komm jetzt hierher. Ja, ich komme jetzt. Hier ist der Tempel. Tempel-Eingang. Ja. Guck mal, da ist schon der Heimat Thron. Heimat von Thor, Odinson und Odin. Thor, das Odinsons Tempel von Dark Dragon King. Thronsaal. Danke. Ja, dann setzen wir uns doch gleich mal drauf, oder? Ah. Warte mal, ein Bild von haben. Ah ja, ja, das sieht ein bisschen nach Kuscheln aus. Ah, ja, dann geh doch mal weg da von dir da. Das ist aber mein Platz hier. Was? Mein Thron. Hier, wo du wohnst, ey. Ah, hast du jetzt endlich ein Bild gemacht? Nee, habe ich nicht geschafft. Oh. Später. Warum ist hier eine Redstone-Leitung? Das weiß ich auch nicht. Warum ist hier ein Repeater? Warum ist hier das? Warum ist hier das? Hä? Ich glaube, das sollten wir uns gar nicht angucken. Egal. Nee? Ja, ja. Schade. Irgendwie uninteressant. Egal. Ständig rennst du mir eine Aufnahme über oh, eine bla bla bla. Ja, Hier ist eine Tür. Hier geht's runter. Oh. Vielleicht ist hier was. Hier ist ein Kamin. Und ein Bett. Aha. Renne. Kamin, Bett. Ist das mein Bett? Oh, schön hier. Schmiede. Boah, das sieht schön aus hier. Auch mit dem Moosstein und so. Das hat er sich bestimmt gecheatet, das Moosstein, ey. Nein, da kann ich cheaten. Boah, hier ist aber auch Zeugs drin. Das kann man gar nicht glauben. Nicht reingucken. Oh Gott. Vor allem... Hä? Wie... Hä? Warum ist denn auf einer Eisenaxt hier schlechter von den Spinnentypen da? Keine Ahnung. Warum auf einer Eisenaxt vor allem, ne? Wahrscheinlich, weil die unglaublich viel Damage machen, aber trotzdem, hä, das kann man doch gar nicht verzaubern, oder? Was denn? Oder geht das? Ich weiß es gar nicht. Klar, wird schon klappen. So, komm. Bevor sie ihm jetzt gleich alle die Kiste ausräumen. Und hier seine Verzauberungsecke. Bücherei. Die habe ich übersehen. Bücherei. Ich möchte ihr seid hier runter, oder ja, was? Ja, genau. Wir sind hier runter. Ich möchte hier unbedingt mal einen Zombie spawnen. Ja. Aus Prinzip, weil es einfach mal den Herrn Drachenkönig zu ärgern. Den dunklen Drachenkönig. Den richtig dunklen Drachenkönig. So, hier ist noch irgendwie so eine kleine Küche oder sowas. Mache Eier. Ah, siehst du, das ist eine Küche. Was ist das für ein Schalter? Oh. Hauptsache erstmal drücken, ne? Interessante Technik, okay. Okay. Ja, das war's mit dem Tempel, würde ich sagen. Oder hat er noch was? Er läuft hier noch lang. Oh nee, Gott. Ja. Oh, der baut aber auch, der Kerl. Nee, ist doch super. Ich freue mich darüber. Ja, ich auch. Ach, hier, so Beobachtungspunkt. Sehr, sehr, cool. Nochmal, um alles ein bisschen von oben zu betrachten. Ausblick genießen. Ich genieße den, ja. Ich genieße den. Oh, hier oben ist auch nochmal geil. Komm mal hier hoch. Wo denn? Hier. Richtig cooler Versammlungsraum irgendwie. Versammlerierungsraum? Ja. So, ah. Wollen wir die Schlacht gegen die Thermanen beginnen? Nein. Okay. Ah. Ja, da klingelt das Telefon. Ist egal. Das ignorieren wir jetzt mal gekonnt. Ich hoffe. Ansonsten, ach nee, weißt du, pass auf. Das Telefon klingeln, das hört YouTube jetzt und sagt, diese Aufnahme hier ist von Dritten und so, weißt du? Ja, müssen wir jetzt ganz laut reden, damit genau, das... rede, damit la. YouTube diese Sonate von Beethoven... Von Panasonic. Oh, und auch Schleichwerbung gemacht. Beethoven, jetzt ist alles vorbei. Nee, ich wollte eigentlich hier
unsere bekanntesten Komponisten in einen Namen vereinen, aber irgendwie hast du mich jetzt voll rausgebracht. Weil ich Panasonic gesagt habe. Ja, Mozart, Beethoven, von Händel oder so. Naja, Oh, der Schneemann hier, der wird hier rumgeschubst. Naja, gut, okay, das war's mit dem Tempel. Sehr, sehr schön. Ja. Sehr cool und wir hauen jetzt ab. Ja, tschüss, ne? Schreib's ihm tschüss, ich muss fliegen. Was suchen wir denn mal als nächstes? Ich kenne hier noch eine Stelle. Ja, ist jetzt die Frage, wollen wir das schon zeigen, dass wir das... Hä, was denn? Na... Er meinte, er hat da noch eine Mine, wollen wir die Mine noch angucken? Ja, aber warum wollen wir uns denn eine Mine angucken? Nee, passt schon, ist okay. So, hier sehen wir schon wieder eins von Tinchens Häuschen. Genau. Katjankas Häuschen. Ja, richtig. Jetzt kommen wir nämlich langsam wieder hier in die Stadt, das kennen wir ja alle schon. Ja, wenn sie sich mal langsam in der Aufnahme aufbauen würde. Ja, hast du recht. Mensch, 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 Mensch. So, Wir können aber auch schon mal drüben die Anfänge von... Autsch, paar Herzen. Was? Kerker haben wir jetzt im Fall. Schreib du ihm mal was. Ich weiß jetzt nicht was. Oh, hier sind Creeper explodiert. Nicht cool. Das ist auch so ein Problem in der Stadt, ne? Ständig explodieren Creeper und niemand fühlt sich verantwortlich, die sauber, die Löcher heile zu machen. Mhm. Wo bist du denn? Bei deiner Brennerei. Achso. Ich gehe mal zum Friedhof. Ich komm in der Aufnahme, huldigen wir jetzt mal allen Toten. Cream Pie, wir denken an dich. Warum auch immer. Warum auch immer er tot ist. Und jetzt ist er wieder auferstanden. Er ist auferstanden. Cream Pie! Cream Pie! Du siehst so gut aus. Komm, lass dir mal ins Gesicht hauen. Besser als jemals zuvor. Guck mal, er brennt. Er brennt. Cream Pie brennt. Nein. Schade. Ich lösche dich, indem ich dir das Schwert auf den Kopf haue. Ah. Guck mal, er hat sogar noch Fleisch fallen lassen. Hast du Hunger? So, hier ruht Fellbazooka, überwältigt und getötet von Hackern. Ja, also laut seiner Aussage wurde Fellbazookas Minecraft-Account gehackt. Und er kann jetzt nicht mehr auf dem Server. Ja. Das lassen wir jetzt einfach im Raum stehen. WLAN-Leitung unterlegt. Ich kenne das alles gar nicht. Verbrannt in einer Aufnahme? Ja, Barrett ist verbrannt in einer Aufnahme. Wahrscheinlich jetzt hier gerade. Gut, dass ich noch lebe. War seiner WLAN-Leitung unterlegen. Das E schreibt man übrigens klein, lieber Shadowfighter. Egal. Was steht hier? Hier ruht Laudi, zerschlagen von Zombies. So, wem gehört das hier eigentlich? Das gehört dem Zacke 2103. Ich glaube, der ist im Urlaub, weil der baut derzeit nicht weiter. Ja, stimmt. Wobei Zacke, von dem kenne ich auch noch nicht so viel. Ich auch nicht. Den habe ich einmal, glaube ich, hier auf dem Server erst gesehen. Davon abgesehen war Zacke ja einer von denjenigen, die zuerst nicht auf dem Server rauf konnten. Warum nochmal? Weiß ich gar nicht. Weißt du gar nicht mehr, okay. Ich weiß es auch nicht. Naja, sonst müssen wir uns halt dem Ganzen hier annehmen. Also die jetzt alle drauf sind, so. Die anderen. Die anderen. Wir bauen dann fertig. Ja, wir bauen dann fertig. Außerdem, das hier ist definitiv schon mal nicht sein Haus, weil sein Haus soll halt keine Übergröße haben. Nee, das da sind Häuser, nicht das da. So, jetzt zeige ich dir mal was anderes. Komm mit. Ja, zeig mir mal was anderes. Und zwar die Zwergenhalle. Und ich habe hier übrigens Teletubbies Schäfchen gebaut, ne? Ach, hier übrigens, bevor wir da hinfliegen, hier einmal den fertig... Was, warum ist denn hier Dings? Die zweite fertige Mühle. Ja. Die auch sehr, sehr gelungen ist. Ich finde die noch besser als die andere. Das darfst du nicht sagen. Ey, ich finde die auch sehr geil. Und hier ist übrigens... Ach, hier ist noch ein Haus hinter der Taverne. Von da hat der Bernd Trist noch fertig gebaut. Für den... Shadowfighter. Ach ja, damit der auch endlich mal. Guck mal hier, Weizen. Richtig geile Küche, das musst du dir unbedingt hier nochmal anschauen. Ja, ich glaube, ich war da sogar schon mal drin. Ja, ich weiß, aber nicht in der Aufnahme. Nee, in der Aufnahme nicht, das stimmt. Renne, 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 renne. So, warte mal. Hinter der Taverne ist ein Haus. So, obwohl das Haus noch keine Anbindung hat zum Rest des Dorfes. Ja, hier müssen generell noch ein paar mehr Häuser hin, finde ich. Und ein paar mehr Straßen und so. Shadowfighters Home. Oh, so mit Fußmatte. Warte, ein bisschen drauftreten, draufklopfen. Ja, so, ja. Ich habe mal wieder Tag gemacht, so. Danke, klopf, klopf. Sieht von dir. Oh, guck mal, hier ein Kühlschrank. Wasserhahn. Guten Tag allerseits. Wow. Kam da was raus? Da kam eine Kartoffel raus. Da ist noch eine Karotte. Oh, nein, 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 das wollte ich nicht.
Mach ihn tot, mach ihn tot. Kam der gerade aus dem Kühlschrank raus? Nein, ja, ja. Ich will mal Gedanken machen. Da war ein Spawner-Ei drin. Mein hier, das ist der Wasserhahn hier. Da war ein Spawner-Ei drin. Okay. Jetzt sag ich doch Wasserhahn. Achso, gut. Okay, hier oben, was ist hier noch so? Ah, eine coole Chiller-Ecke hier mit, was auch immer das sein soll. Cello Fighter ist doch erst 13, oder nicht? Das ist eine Kerze. Ach, das ist eine Kerze? Ja. Was sind das für komische Schläuche da so dran? Die bewirken, dass die Kerze sehr schön warm wird. Achso, ich dachte, das sind Wachspuster. Da tust du Wachs rein, pustest es dann wieder in die Kerze. Ich dachte, es wäre eine Shisha, aber naja. Nein, egal. Das ist keine Shisha, der ist erst 13. Mit 13 raucht man keine Shisha. Stimmt, persönlich ist erstmal reingeguckt, nix. Wie, nix drin in den persönlichen Sachen? Nee, hat nichts persönliches. Schade. Guck mal, hier ist ein kleiner Tisch. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Krasser Tisch zum Ausklappen. Ja, kannst du verlängern, wenn Besuch da ist. Ja, ich habe nie Besuch. Achso, ja, dann ist uninteressant. So, und dann kommen wir hier nochmal hoch, aber ich glaube, da ist nicht mehr so viel. Das ist halt noch so... Ah doch, hier, mittlerweile ist hier sogar ein... Habe ich gerade gesagt, dass ich einsam bin, weil ich nie Besuch kriege? Oh, alle mal ein großes Oh in die Kommentare für den lieben Barrett. Schreibt alle Oh. Ich wette, das klappt bei dir nicht so gut wie bei mir. Die und schreiben bis heute noch Oh in die Folge. Und Flitzekacke schreiben sie bis heute auch noch. Flitzekacke schreiben sie bis heute auch noch. Ah. So, okay, komm, dann jetzt auf zum Zwergenprojekt. Das ist nämlich episch. Das Zwergenprojekt ist episch, das ist bestimmt ganz sogar klein so als Zwergenprojekt. Ja. Wie bitte? Ich sag, das ist bestimmt so ein kleines Projekt, wenn es Zwergenprojekt heißt. Ja, ja, klar. Ja, wirklich. So, hier ist das Schloss, das kennen wir aber schon. Ja, wobei, warte mal, wir müssen mal einen kleinen Schnecker machen, komm mal her. Ach, da hinten ist auch noch ein Haus. Naja, ist ja auch von dem Berntriss. Und da hinten ist noch ein Haus und da... Ja, wir müssen noch einiges angucken. Ja, wir müssen noch einiges angucken. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo es war. Ich habe es in der letzten Aufnahme... Was suchst du denn? ...gesucht. Ja, seine kleine Höhle. Bernd Triss hat doch eine geheime Höhle. Ach so. Ja, die ist aber geheim. Ja, aber trotz alledem. Ich habe sie mal gefunden und ich weiß, wo sie ist. Und nach der letzten Aufnahme habe ich sie nochmal gefunden. Lach nicht so! Weißt du, wo sie ist? Maybe. Egal, lass uns erstmal hier das Häuschen angucken. Hier ist nämlich die Bernds Berghütte. Bernds Ruhe bitte, Berghütte. Schreiberstube. Das ist nämlich die Schreiberstube. Hier werden nämlich ein paar Bücher entstehen. Ah, Bücher entstehen also. Ach du Scheiße. Ja, hier geht's auf jeden Fall runter in die Mine. Wo seid ihr denn alle? Warum ruft er denn so nach seiner Mutti? Ich park mein Pferd. Immer gut. Habe ich dir schon den Witz erzählt mit dem Cowboy und dem Pony? Ja, oh, 10-mal. Schade. Aha, aha. So. Ja, hier ist die schöne Schreiberstube. So als Geschenk, Mr. Trist. Gut, haben wir das auch erledigt. Sieht auch sehr geil aus und ist halt eine kleine Schreiberstube. Ja. Ne? Schreiberstube. Genau. Gut. So, weiter geht's. Wollen wir jetzt erst die große Villa von den beiden nochmal anschauen oder wollen wir erst... was für Villa? Ja, komm mal mit. Also man merkt schon, ich bin hier irgendwie nicht mehr so up-to-date wie der Chris. Tja, eigentlich gibt es ja sogar noch ein Riesenprojekt, was wir uns noch gar nicht anschauen dürfen. Aber es, zeigen wir das heute schon? Nee, ne? Nein. Ja, dann müsst ihr gespannt bleiben für die nächste Folge. So, hier ist nämlich die Villa von Bernd Trist und Katjanka. Nee, die kenne ich wirklich noch nicht. Das hat der mir nicht erzählt, ich bin schockiert. Tja. Schockiert. Das hat hier nicht so ganz geklappt, ne, Bernd? Muss man nochmal gucken. So, okay. Wollen wir reingucken? Ja. Villa Trist heißt das ganze Ding. Triste Villa. Oh, das nenne ich mal Küche hier. Ohne Spaß. Krass, ne? Vor allem, ich finde das voll geil mit diesen, so einer Wand. Kühlschrank. Ich baue in unserem Let's Play... Oh! Cool. Oh, noch ein Kühlschrank. Ja. Ich baue in unserem Let's Play auch einen Kühlschrank. Dunstabzugshauben mache ich mal komplett auf. Hier stinkt's drin. Das sind Wandschränke. So.
Soll ich noch das Fenster aufmachen? Wie willst du das? Hast du es gerade kaputt geschlagen? Nein, habe ich nicht. Gott, wir können doch hier nicht randalieren, das geht doch nicht. Randale! So, alles wieder zu hier. Was? Und weiter. Wir müssen aber noch sagen, dass wir hier... Boah, geil! Ja. Er meinte, bei seinem Texture Pack ist das so eine riesen Weltkarte. Ist natürlich auch ganz geil da, ne? Hier so irgendwie mit Weltkarte und vorm Kamin zu sitzen. Stimmt. Schon aber so, chillig. Aber so ein türkischer Wandteppich passt natürlich. Ich hab gesagt, das ist irgendwie sowas mit Ornamenten oder sowas, was ich da jetzt habe, was wir da haben. Ah. So, hier ist so ein kleines Lager, das ist nicht so spannend. Ja, so ein schöner türkischer Wandteppich an der Wand, das passt zu Herrn Bernd. Genau, was haben wir hier oben? Ach, ein Badezimmer. So, was ist hier? Ach, hier ist ein kleines Küsschenlager. Genau. Ist cool, Tür zumachen. Hier noch ein kleines Wohnzimmer und halt, oh, ein ganz süßes kleines Schlafzimmer, okay. Das ist das Wohnzimmer hier. Mit Schränkchen. Ich muss aufhören, an alle Kisten zu gucken, ohne Spaß. Ja. So, was ist hier? Ach so, Mini-Schlafzimmer, das ist ja noch nicht so weit. Warum ist hier Erde an der Decke? Ja, er meinte, das hat einen Grund. So, weil sie kein Holz nutzen wollten. Mal. So okay. Als Challenge. Hier, guck dir mal erstmal das Badezimmer an. Als Challenge? Aber hier oben ist doch alles voller Erde. Ja, weiß ich auch nicht. Hat er gesagt, lieber Erde als Holz. So, das Badezimmer ist ganz geil. Mit Plumpsklo. Ah. Gehst du bitte raus? Ich mache hier gerade mein Geschäft. Ey. Und warte bitte, bis ich fertig bin. Ey. So, warte. Jetzt gehe ich hier mal schön in der Badewanne chillen. So. Ah. So, Hände waschen hast du vergessen. Was? Ich wasche mir die Hände hier im Dings. Achso, na geil, so. Lecker. So, das war's mit der Villa Trist. Und pass auf, jetzt als Community Challenge, neben der Villa Trist bauen wir eine Villa Kunterbunt. Mit Pferdchen, natürlich. Mit Pferdchen und nur aus bunter Wolle, direkt daneben. Ja, da wird er sich freuen. Da wird er sich richtig freuen. Ich glaube auch. Da ist so eine schöne freie Fläche hier, da kann Villa Kunterbunt hin. Und wehe, ich sehe da einen grauen Stein in Villa Kunterbunt. Ohne Spaß, ey. Ja, oder so ein riesen Goofy, Gesicht? Gesicht, ja. Ich könnte meinen Buildcraft Stoffhasen auf sein Dach bauen. Stimmt. Richtig geil. So, hier sind wir ja wieder bei unserem Schloss. Bei unserer Burg. Ach, das schon wieder. Da müssen auch nochmal weitergebaut werden, glaube ich. Ja. Aber jetzt zeige ich dir das, was ich dir die ganze Zeit zeigen wollte. Komm mal bitte mit. So, wir müssen nämlich hier runter. Jetzt haben sie bestimmt den Eingang dicht gemacht. Das muss ich erstmal gucken. Gott, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Okay, okay. Oh, wo kommst du denn her? Hier müssen wir rein. Wo kommst du denn her? Oh, hallo Laudi. Hier, wo müssen wir rein? Hier rein? Ah. Ich hab einfach geschlagen. So, das hier ist nämlich das Zwergenprojekt. Zumindest, aha. Das wusste ich ja. Ein Zombie-Spawner. Oh, hier ist ganz schön viel drin. Nein, Laudi. Wirklich? Ist das ein Spawner? Trainingsstätte. Naja, noch sind das einfach nur Lager, ne? So ein bisschen. Na gut, da müssen wir den nicht zwingen. Mann, hör doch mal auf, hier ständig in der Aufnahme rumzustehen. Hör doch auf, mal hier immer rumzumeckern. Ich meckere nicht. Wer Kobbel braucht. So, jetzt wird's ziemlich episch. Aber das Ding ist halt noch nicht mal fertig. Es ist halt nur angefangen. Oh, hier ist sogar was passiert. Was ist das denn? Was ist das denn? Was soll das denn? Hä? Das muss weg. Nö, das finde ich sieht ganz geil aus. Ja, aber warum? Alter, ist das großer plötzlich. Guck mal hier, ich hab doch gesagt hier mit den Lampen, das sieht geil aus. Hab ich doch auch gesagt. Nein, das hast du gestern nicht gesagt. Gestern hast du gesagt, nee, das ist viel zu groß, hast du gesagt. Ohne Spaß, ne? So eine große Halle hätte ich auch gerne zu Hause. Ich würde hier so viele Sachen machen. Erstmal würde ich ganz laut Musik aufdrehen. Ja, und das soll halt so eine Zwergenstadt oder Zwergenhalle werden. Ohne Spaß. Mit ein paar Zwergenhäusern und einem Thronsaal und... Ohne Spaß, was ist das für eine Tür hier? Da ist, glaube ich, noch nichts hinter. Da geht's einfach mal weiter. Nee, da ist wirklich nichts. Er lächelt aber auch, ne? Der Laudi. So, das gucken wir nochmal von oben an.
Zieh dir die Scheiße hier mal rein, ey. Ohne Spaß. Vor allem, ich finde das ganz geil, wenn du mal... Komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Und wenn du jetzt mal guckst, so diese ganzen Schatten, ne? Ja. Die rundherum bei den Fackeln stehen. Ja. Das sieht mal cool aus. Ja, es hat was. Aus einer Wand, ey. Mhm. Wobei, hier, da fehlt eine Fackel. Da muss eine Fackel hin. Ja, wobei, die Fackeln müssen alle weg. Muss alles indirekt beleuchtet werden. Ob man mit Schatten einen Triforce machen kann? Oh, das wäre geil, ne? Ne, so ein Schatten-Triforce, das hätte doch was, ey. Ja. So, pass auf, jetzt zeige ich dir noch eine Sache. Die Halle ist ja nicht so spektakulär, die wird noch viel spektakulärer. Finde ich schon, dass die Halle spektakulär ist. Wo, was? Das wird jetzt zeige ich dir den Abschluss für kleine Leute. Jetzt kommt der Abschluss für heute. Der Abschluss für heute? Ja, weil wir das andere große Projekt dürfen wir ja noch nicht zeigen. Bist du hier gerade wieder rausgelaufen? Ja. Okay. Jetzt wird's nochmal richtig episch. Also erwarte wirklich epische, geile Scheiße jetzt. Und folge mir. Okay. Wohin denn? Hier lang. Da. Das muss ich eben gucken. Hier rum. Düm, 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 düm. Wo war denn das jetzt? Bin ich doof? Bin glaube ich schon vor... Nee, hier, genau. Ta 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 ta! Ach da! Runter. Der Bacon-Schrein! Bringing home the bacon! Und hier gibt's die Spendertruhe. Wow, hier ist sie sogar drin. Guck mal, ich leg mal ein Gold dazu. Ein so. Gold? Oh, warte, hier. Ich nehme noch eine Wassermelone, einen Apfel, eine gebackene Kartoffel und zweimal verrottetes Fleisch. Und Flint. Okay. Für den guten Zweck. So, und damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Community-Folge, oder? Ja. Wir haben eine Menge uns angeschaut mal wieder. Ja, pass auf, warte. Ich mach so. Warte, so. Nee, das geht auch nicht. Ich guck gerade nach einem passenden... So geht das. Wenn ich jetzt noch... Warte mal, wie mache ich noch mein Interface weg? F1. F1. Perfekt. So. Wenn ich jetzt das noch ein bisschen höher mache, dann kann da der Schriftzug hin. Dann machen wir das jetzt nämlich mal als Thumbnail. Ja, okay. Mal, das war... Was war nochmal? Thumbnail F3. Machen? F3. Nee, F2. F2? Also Screenshot, ne? Ja, habe ich gemacht. Ich mache noch eins. Zack. Sehr schön. Sehr gut. So, das ist jetzt mein Thumbnail. Alles klar? Ja, alles klar, super. Dann haben wir's für heute und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt gespannt. Und nochmal der Hinweis, wir haben es im Let's Play letztens oder gerade erst gesagt, wenn ihr auch mitspielen wollt, dann schaut einfach mal im Forum vorbei bei uns, meldet euch da an, registriert euch und da wird es ein Thread geben zum Thema Bewerbung für den Community-Server. Wir haben noch ein paar Plätze frei, ein paar Leute sind wieder abgesprungen, ein paar Leute konnten nicht, ein paar Leute, ne? Und ein paar Leute nehmen wir noch rein, einfach mal reinschreiben. Hier, ich bin der und der, bin so und so alt, hab da ne, so lange schon mal Minecraft gespielt, bin da ganz gut drin, kann mich an die Regeln halten. Und dann werden wir vielleicht mal auf euch zukommen und euch auch hier mit drauf lassen. Also so ein schöner kleiner Bewerbungstext wäre ganz cool. Nicht so ein Zweizeiler, sondern, ne? Ja, schon mal ein bisschen was beschreiben und erklären, wer man denn so ist und warum man denn mitspielen möchte und vor allem wie alt man ist, das ist auch wichtig. Richtig, richtig. So, ich sag dem Drug Drinking mal wieder tschüss. Oh, warte, ich mach mal wieder mein Interface an. Hau rein, genau zum Ende der Aufnahme. So, alles klar? Schreibt alle mal bei. So, jetzt schreiben uns doch hoffentlich gleich alle bei. Warte. Tschüss. So, Jungs, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Kritz. Ciao, Barretts.